Skiwürfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Talkrunde von unseren Würfelphilosophen. Wir sind heute wieder vollzählig, das heißt, wir sprechen heute über Klima und Klimastreik und Klimaschutz. Und es ist ja gerade immer noch, leider, ein sehr, sehr aktuelles Thema, was von verschiedensten Seiten verschieden betrachtet werden kann. Und da wir hier jemanden hier in der Runde haben, der sich in Sachen Klimaschutz und Klimabewegung ein bisschen zumindest besser auskennt als ich vielleicht, nämlich den Alex, dann kann ich ja mal das Wort direkt übergeben. Was kannst du uns denn mal so erzählen, so mal als Grundlagenstart, damit die Leute da draußen und wir alle auf einem guten Nenner sind für die Diskussion? Erklär mal kurz den Klimawandel in 2 Minuten, Alex. Okay. Ja, das heißt den Klimawandel, ja. Den gibt es doch gar nicht. Und der ist auf jeden Fall auch nicht menschgemacht, wenn es den geben sollte. Ja, genau, wir kennen es ja alle. Zum Hintergrund, warum Koali meint, ich hätte da Ahnung. Ich habe halt Umweltwissenschaften studiert und deswegen so ein bisschen naturwissenschaftliches Grundverständnis und auch mich intensiv, zumindest ein Jahr lang, sehr intensiv auch im Klimaschutz, in der Klimabewegung engagiert, bei den Scientists, auch bei den Climate Reality Leadern. Das ist so ein Projekt von Al Gore. Und bin jetzt auch wieder in der Nachhaltigkeitsberatung tätig, kann da so ein paar Aspekte mit reinbringen und war natürlich auch letzte Woche auf dem Klimastreik. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme war das genau vor einer Woche. Und bei mir daheim in Freiburg und genau, das so zum Hintergrund von mir. Dann jetzt noch ein bisschen was zum Klimaschutz, der Klimabewegung. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Fridays for Future haben das angefangen, ganz groß durchzuführen. 2019 mit Greta Thunberg. Das dürften die meisten schon gehört haben. Und jetzt war das 11. Mal, dass ein globaler Klimastreik stattgefunden hat. Heißt also, dass die Fridays for Future Bewegungen auf dem ganzen Globus alle Menschen organisiert haben, die irgendwie unter dem Klimaschutzmantel sich wiederfinden können und wollen und dafür dann eben auch freitags streiken. Ob das nun die Schule ist, so wie Fridays for Future angefangen hat, oder eben auch darüber hinaus die Arbeit. Genau, und hier in Freiburg war es dann um 11 Uhr, an anderen Orten ein bisschen später, aber so, dass auf jeden Fall der normale Alltag bestreikt wird, um für mehr Klimabewegung zu streiken, was auf der einen Seite auch schon viel gebracht hat. Aber, und da sind sich ja viele einig, ich auch, nicht genug. Deswegen sind immer noch weitere Streiks auch angesagt und angedacht und werden durchgeführt und das zu Recht. So, das war jetzt mal, ohne noch auf irgendwelche physikalischen Grundlagen einzugehen, kurz mal, was ist Klimaschutz im Jahr 2022? Ja, dann gibt es jetzt auch, ja, also warum ist das überhaupt so wichtig, dass dieses Thema und dieser ganze Streik, also man könnte ja auch irgendwie sagen, ja, ist halt schon schlimm mit dem Klima, haben wir jetzt im Sommer ja gemerkt, aber ach ja, ob das jetzt 1,5 Grad sind, auf die wir uns ja eigentlich verpflichtet haben als Staatengemeinschaft, oder ob das jetzt 2 oder 3 werden, das ist ja jetzt alles halb so wild. Es klingt auch so, ne? 1,5 Grad wärmeres Wasser beim Duschen ist vielleicht nicht so schlimm. Aber das Lustige ist, es ist ja die globale Durchschnittstemperatur, die das angibt. Und die ist über dem Meer ein bisschen geringer als über dem Land. Das heißt also, diese 1,5 Grad Durchschnittstemperatur global, das ist dann, wir merken es ja jetzt schon, wir sind bei, glaube ich, global 1,2 Grad und reißen hier auf den Landmassen regelmäßig Hitzerekorde. Letztes Jahr 50 Grad in Kanada. Und wir hatten es jetzt mit 40 Grad oder noch was in Deutschland schon fast. Also das zum einen, dass diese
kleinen Gradzahlen auf den Landmassen dann doch schon deutlich größer werden. Zum anderen steigen mit, je höher die Temperaturen sind, umso hochfrequenter und intensiver werden Wetterereignisse, Hurricanes, Starkregen, wie beim Ahrtal letztes Jahr. Dürre nimmt zu, das alles. Und das Dritte, und das ist das, was eben in den Modellen auch noch nicht wiedergespiegelt werden kann, weil es noch nicht passiert ist, sind diese Kipppunkte oder Tipping Points im Englischen. Davon gibt es eine ganze Menge. Den Amazonas-Regenwald zum Beispiel, die alpinen Gletscher, von denen wir jetzt offiziell einen verloren haben dieses Jahr in Deutschland zumindest, von den vieren, die wir hatten, oder fünf, weiß ich gar nicht. Oder auch das arktische Eis. Die kommen eben ins Wanken so ein bisschen. Jetzt weiß man natürlich nicht, wann die kippen. Das Ding ist, die kippen halt irgendwann. Deswegen heißen die auch Kipppunkte. Sobald die kippen, kann man die nicht wieder umkippen oder zurückbringen. Die sind umgefallen und wieder bringlich und führen dann zu so einem selbstverstärkenden Prozess. Wenn der Amazonas nicht mehr da ist, ne, die Lunge der Erde, wie man so schön sagt, was auch nicht so ganz stimmt, fehlt eben so ein brachialer Punkt an Wasserkreislauf, Biodiversität und bringt dann noch mehr das Klima durcheinander. Wie gesagt, in Modellen ist das bisher nicht widerspiegelbar, weil die Daten einfach fehlen, weil es noch nie passiert ist. Und das ist so ein Stück durch dieses Risiko, was wir jetzt fahren. Wir versuchen, möglichst gering diese Kipppunkte zu berühren durch den Fokus auf die 1,5 Grad. Aber selbst da, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, verlieren wir die Korallenriffe. Was auch ein Riesenfaktor ist an Biodiversität und Leben im Meer, was auch Effekte aufs Klima hat. Und dann kann es eben zu selbstverstärkenden Prozessen kommen, bis hin zu, je nachdem, wie man so fragt, was ich jetzt gerade im Kopf habe, sind 8 Grad globale Durchschnittstemperatur dann auch denkbar. Und ein erhöhter Meeresspiegel von, ich glaube, 60 Meter bis 2100 oder später, weiß ich nicht so ganz. Also wenn wirklich alles an Eis weggeschmolzen ist bei den Temperaturen. Und das ist dann schon ein Status der Erde, den wir als Gesellschaft dann eigentlich nicht mehr so tolerieren, aushalten können. Nicht in der Form, wie wir heute unsere Gesellschaft leben. Plus, das ist eben auch noch das, was hinzukommt, wenn die Temperatur so steigt und die Jahreszeichen durcheinander kommen, die Starkregenereignisse zunehmen, die Dürren zunehmen, ist eben die Basis für unsere moderne Gesellschaft in Gefahr. Und das ist die planbare, sichere Versorgung mit Lebensmitteln. Das kriegen wir ja ganz gut hin. Wir kennen die Jahreszeiten, kannten sie, konnten die Nahrungsmittelproduktion entsprechend einstellen, auch auf Jahre hinaus planen mit den entsprechenden Wirtschaftsformen in der Agrargesellschaft. Und darauf aufbauend eben unsere moderne Gesellschaft gründen. Und das ist jetzt eben im Wanken. Na, wir haben ja jetzt Ernteausfälle auf der ganzen Welt gehabt durch die Überschwemmungen in Pakistan und in den Philippinen, als auch die Dürre in Europa. Und ja, das ist gerade das Thema, was eben sehr viele Menschen offensichtlich auch berührt. Zu Recht. Ein anderes Problem ist ja auch, dass die technologische Versorgungssicherheit von uns auch so gesehen nicht mehr gewährleistet ist. Wir haben ja gesehen in Frankreich, die ja sehr auf Atomenergie gesetzt haben und die ja auch immer wieder als Brückentechnologie ja propagiert wird, wenn du dann die Flüsse nicht voll hast, um überhaupt das Kühlwasser heranzuschaffen, dann hast du da auch ein Problem. Und dann standen die Franzosen plötzlich da, ja, wo kriegen wir jetzt unseren Strom her, um unsere Klimaanlagen und sonst was zu betreiben? Das musste dann alles von unserer Seite angeliefert werden. Und das ist auch so ein Thema, was wir auch nicht vergessen dürfen. Vieles, unsere Infrastruktur ist entsprechend darauf ausgerichtet. Die ganzen Asphalte hat es aufgebläht und zerlegt. Also die Straßen halten diese Hitzeperioden auch nicht aus. Und das sind alles auch Themen, die eben die Versorgungssicherheit nicht nur bei Lebensmitteln gefährdet, sondern eben auch allgemein technologisch Versorgungssicherheit im etwas größeren Rahmen sogar.
Ja, auf jeden Fall hat man ja auch die Flussschifffahrt hat ja auch Probleme, weil die Pegelstände so niedrig waren und kamen nicht voran. Aber insgesamt ist es ja wichtig, dass Fridays for Future in so gesehen so in der Präsenz auch bleibt. Und das ist ja auch letztendlich das primäre Ziel in der Gesellschaft, einen gesellschaftlichen Wandel anzurücken, dass der Druck da ist. Sehr schönes Beispiel, was jetzt erst vor kurzem in meiner Bubble passiert ist, nämlich so aus der Tech-Bubble. Wir kennen ja diese ganze Geschichte mit den Cryptocurrencies, die haufenweise Strom verfeuern, Hardware vernichten und für was? Für ein paar elektronische Daten. Und vor kurzem wurde jetzt immerhin eine der großen Cryptocurrencies, Ethereum, jetzt umgestellt, was unmittelbar zur Folge hat, dass jetzt der Grafikkartenmarkt wieder implodiert ist, der es vorher ewig lang aufgepustet war, weil alle gekauft haben, okay, wir kaufen jetzt Grafikkarten, Grafikkarten verbrauchen Strom und versuchen da jetzt irgendwelche Cryptocurrencies auszubauen. Und es haben jetzt umgestellt und jetzt lohnt sich das nicht mehr. Und unmittelbar wurde der Stromverbrauch von einem Land Richtung Größe von Luxemburg eingespart aus diesem Grund. Einfach weil die Tech-Branche einfach diesen Druck gespürt hat. Die Leute hinter Ethereum haben gesagt, okay, das können wir nicht mehr weitermachen. Wir kriegen politisch einfach jetzt einen auf den Deckel. Und das ist einer der kleinen Erfolge, die man so gesehen aufgrund dieses Drucksituationen mal festhalten kann. Es ist zwar nur ein kleiner Sieg, aber immerhin einer. Ich fand das so krass. Wir waren letztes Jahr auf dem Klimastreik, auch mit unserer Tochter. Und dieser Slogan: Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir kriegen gerade den Hauch einer Ahnung, was das heißt. Ich habe gelesen, dass sozusagen bei 4 Grad die Zivilisation letztlich zusammenbricht unter technologischen Aussetzern, Fluchtbewegungen, Missernten und so weiter. Und wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann ist Paulina da so alt wie meine Schwiegereltern jetzt. Und das haut mich ganz schön um, weil die Vorstellung, dass meine Tochter dann in so einer Mad Max-artigen Welt lebt, finde ich ganz furchtbar. Das haut mich immer mal wieder wirklich von den Socken. Und mich hat das letztes Jahr wahnsinnig aufgeregt im Bundestagswahlkampf. Was letztes Jahr? Ja. Dass immer nur gefragt wird, was kostet denn der Klimaschutz und so. Und ich dachte immer, ey, ihr Vollpfosten, was kostet denn kein Klimaschutz? Das ist doch die Frage. Und wir haben es beim Ahrtal gesehen, was das kostet. Und also das war ja ein kleiner, zarter Vorgeschmack auf das, was dann kommt. Das ist doch alles völliger Wahnsinn. Und es ist für mich einerseits irgendwie eine Horrorvision, andererseits unvorstellbar. Es pendelt immer. Und mich haut es teilweise so raus, dass ich denke, alte Scheiße, was soll man denn überhaupt noch machen? So. Und ich stehe da wahnsinnig hilflos gegenüber der ganzen Geschichte. Ja, also das ist genau das, was viele fühlen, ich auch. Also vielen Dank, dass du das mal teilst. Ich habe jetzt noch keine eigenen Kinder, aber ich habe meine Nichten und Neffen. Und mein Bruder ist auch sehr hinterher, genau wegen den gleichen Beweggründen. Der denkt sich auch, dass sein Sohn 2050 ist der so alt wie ich jetzt. Also in den 30ern, vielleicht auch 40ern, ich bin gerade recht schlecht in Mathe. Und dann haben wir es entweder gerockt oder auch nicht. Und den einen Punkt, den du angesprochen hast, den finde ich so lähmend, wenn man sich denn traut, den zuzulassen, nämlich, dass es sich ja so ein bisschen anfühlt wie Mad Max. Ne, diese dystopische, apokalyptische Geschichte, die einem da irgendwie in den Kopf kommt, ist ja nicht real. Es fühlt sich an wie ein Film. Es kann doch nicht real sein, dass das wirklich jetzt da draußen passiert. Und sich dann nicht dieser kognitiven Dissonanz zu stellen und zu sagen, doch, und jetzt muss ich ins Handeln kommen, sondern
Okay, das ist nur ein Film, das ist gar nicht real. Ich blende das jetzt aus. Vielleicht nicht so bewusst sich dazu entscheiden, sondern das einfach unterbewusst wegzukärchen. Auch in Anbetracht aktueller, viel naheliegender Krisen. Auch ein Stück voll nachvollziehbar. Aber ich finde auch dieses, sobald man es zugelassen hat, dann nicht komplett so einzufrieren im eigenen Leben und im Handeln vor lauter Ohnmacht oder Hoffnungslosigkeit, sondern ins Handeln zu kommen oder im Handeln zu bleiben. Und ich meine, es ist eine unfassbare globale Krise, in der wir uns befinden, die auch immer nur noch zunehmen wird. Und die auch, egal, selbst wenn ich jetzt 24/7 die nächsten Jahre bis 2050 durcharbeite, nur mit Blick aufs Klima, wird es schlimmer werden, die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und dann weiter dabei zu bleiben und andere zu animieren, das ist so die Krux an der Geschichte. Und da, um jetzt nochmal kurz den Schwenk zu machen, ist eben der Klimastreik und das, was Greta ja initiiert hat und die Fridays for Future in die Gesellschaft getragen haben, ist nämlich dieses, was ich so total schön finde an einer vielleicht neuen Gesellschaft, die wir jetzt schaffen, an der wir alle mitmachen, ist eben das Kollaborative. Diese ganzen Fridays for Future oder for Future Untergruppierungen, ob es das jetzt Christian for Future, Architects for Future, Scientists for Future, hast du nicht gesehen for Future, da gibt es ja so viel, die zusammenarbeiten. Ob das jetzt Scientists sind, die sich mit dem Psychologist austauschen, um zu gucken, wie kann ich besser kommunizieren und die Leute erreichen? Architects, die sich Gedanken darüber machen, wie Wärmepumpen ins Haus kommen können. Ich finde, da ist so viel Synergie jetzt erkannt und geschaffen und ausgeraubt und genutzt und alles. Also da kann nur was Tolles draus erwachsen. Und ich hoffe, wir kriegen das in einer Geschwindigkeit hin, die es uns ermöglicht, das Pariser Klimaabkommen auch einzuhalten, so wie wir es uns alle vorgenommen haben. Aber deswegen ist es auch so wichtig, dass man eben auch sich immer wieder auch vor Augen führt, welche Schritte haben wir vorwärts geschafft und die auch entsprechend auch mal hervorzukehren und zu sagen, da bewegen wir uns jetzt auf den richtigen Weg. Weil das Problem ist einfach dieses Machtlose vor sich hinstarren, es ist eh sinnlos und so weiter, das sorgt eben dazu, dass man nichts mehr tut. Und wenn man sagt, okay, nee, innerhalb der Tech-Branche haben wir es hingekriegt, wenn wir einfach lang genug die Leute schämen, dann kriegen wir diese Missstände abgestellt. Und letztendlich muss es gesellschaftlich einfach in jeden irgendwo kognitiv einimprägniert werden. Wir müssen hier was tun. Und auch in kleinen Schritten kommt man vorwärts. Und das auch entsprechend dann auch zu erlauben, dass man sich über Fortschritte freut, auch wenn sie nur klein sind. Aber das ist einfach positive Verstärkung, wirkt viel besser, weil man dann einfach auch dann auch wieder aktiver wird für sich. Nach dem Motto, okay, das hat mein Nachbar hingekriegt, hat sich eine Wärmepumpe hingekriegt, warum sollte ich jetzt das auch tun? Und der spart jetzt auch, weil es Geld. Das ist ja noch zusätzlicher positiver kapitalistischer Anreiz und so weiter und so fort. Also das muss es einfach anstoßen, dass wir positiv im Sinne für uns selber und auch im Sinne der Gesellschaft arbeiten. Auch wenn das Gesellschaftliche ja immer noch ein Problem in unserer Gesellschaft ist, aber mit dem Kapitalismus zusammen kriegen wir es vielleicht irgendwo hin, aber der Kapitalismus ist auf jeden Fall nicht die Endlösung, sondern er hat nur das Ventikel, mit dem man im jetzigen System arbeiten muss. Ich habe letztens, das hat mich ziemlich umgehauen, was mitgekriegt, die Rede vom ökologischen Fußabdruck, die kennt ihr alle, dass man sozusagen sich überlegt, wie viel CO2 verbrauche ich eigentlich durch meinen persönlichen Lebenswandel. Wisst ihr, wer das erfunden hat? BP. Ein PR-Mensch von BP hat nämlich, wie es der Kapitalismus immer macht, die Krise, sozusagen die Verantwortung an den Einzelnen abgegeben. Das System kann schön so bleiben, wie es ist, aber wenn der Einzelne weniger Fleisch und so und ja, wenn wir das in Westeuropa tun, dann ist das schön, aber es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und das nächste Framing ist, das Wort Klimawandel ist auch
rechtes Framing, weil Wandel, das klingt langsam, das klingt ungefährlich, das ist auch so passiv und so. Dass es eigentlich eine Klimakatastrophe ist, die in den letzten, ich sag mal, 15 Jahren nochmal massiv an Fahrt aufgenommen hat, wenn man sich die Hitzeentwicklungen anguckt. Und das finde ich so krass, wie, also ich kenne das mit dem ökologischen Fußabdruck sozusagen seit ich Teenager bin oder so. Und das hat selbst in der linken umweltschutzaffinen Bubble oder in den gesellschaftlich total eingeschlagen. Und alle finden das geil, aber es ist eigentlich rechtes Framing, um das Ganze, die Verantwortung von dem Ganzen abzuwälzen. Damit nämlich BP schön weiter fossile Brennstoffe verkaufen kann, weil Schuld ist ja der Einzelne. Ja, aber das System was ändern. Ich würde es sogar ein bisschen anders drehen. Der Punkt ist nämlich einerseits dieses Bild, dass man ein gewisses Kontingent hat, sorgt letztendlich dafür, dass die Leute sagen, ah, ja, ich habe noch so und so viel Kontingent, jetzt kann ich doch noch irgendwo eine Weltreise antreten, das habe ich noch drin. Das ist erstmal so dieses, okay, wenn ich es nicht nutze, dann verfällt es ja. Das ist so dieses furchtbare Denken. Und ein weiteres Problem, wo ich dir recht gebe, ist eben die Sache, dass der Hebel des Einzelnen im Vergleich dazu relativ gering ist. Wenn jetzt sehr viele Deutsche jetzt einfach nur vegetarisch oder vegan umstellen, ist das im Vergleich zu dem, was der CO2-Abdruck von der deutschen Industrie ist, verschwindend gering. Also der viel bessere Hebel wäre woanders anzusetzen, als bei der einzelnen individuellen Entscheidung, wie man sein eigenes Leben gerade halten möchte. Aber vielleicht hat da Alex einen besseren Einwurf dazu. Nicht besser, ich müsste nur nicht gegeneinander ausspielen. Also klar, wenn BP, also British Petroleum, für die es nicht wissen, das ist so ein Erdölkonzern, einer der ganz großen, oder Shell nichts tun, da kann ich noch so vegan leben und in einer Hütte im Wald, ändert nichts. Ne? Nur nochmal zusammenfassend, also der menschgemachte Klimawandel ist ja zurückzuführen auf die fossilen Energieträger, die wir ja nutzen aktuell. Und so ein bisschen Landnutzungsänderung. Also Wälder roden oder Moore entwässern. Und gerade wenn es um Landnutzungsänderung geht und auch ein großer Teil fossile Energieträger, ich kann mit meinen Individualentscheidungen schon was machen. Also da kam letztes Jahr war es, glaube ich, oder dieses Jahr, eine Studie raus, bei der kam raus, dass wir mit unseren Individualentscheidungen bis zu 20% des, staunst, 20% des CO2-Fußabdrucks modifizieren können von uns persönlich. Das ist nicht wenig. Und die beiden größten Faktoren sind natürlich aufs Fliegen verzichten. Und eine, wie ich es gerne nenne, mir ist noch kein schöner deutscher Begriff dafür eingefallen, aber eine Plant-Rich Diet oder eine Planetary Health Diet, in der also der Anteil tierischer Produkte minimal bis nicht vorhanden ist. Damit kann man schon mal sehr viel erreichen. Und dann noch ein paar andere Sachen. Natürlich, das sind die 20%. Die haben natürlich noch ein bisschen Synergieeffekte, ne? Wenn ich jetzt nicht mehr die Massentierhaltung unterstütze, dann bricht da ganz viel an weiteren Industrien auch ein Stück weit zusammen, die sehr viel Energien verbrauchen. Ob das nun Transport ist oder Wärme oder Futter oder hast du nicht gesehen. Das andere ist natürlich, da hast du recht, dass der Hebel, die Industrie dazu zu bewegen, sich zu ändern. Da sind nur so zwei Hürden, die unterschiedlich hoch sind. Das eine sind eben bestehende Geschäftsmodelle, die, wenn wir die mal weiterdenken, einfach nicht mehr funktionieren können in der Zukunft. Nehmen wir mal VW. VW ist so ein großartiges Beispiel. Die haben jetzt ja in letzter Zeit immer mal wieder ein paar Konflikte gehabt, ne, mit dem Gesetz, sei das der Abgasskandal oder mit Trends wie dieser E-Mobilität, auf der sie vielleicht ein bisschen zu spät aufgesprungen sind. Von denen habe ich auch letztens eine Anfrage bekommen, ob ich bei denen nicht mitmachen möchte, beim Nachhaltigkeitsteam. Und ich habe gesagt, nee, das geht nicht.
Da bewegt ihr euch in die falsche Richtung. Also das Geschäftsmodell ist das eine, was eben nicht mehr harmoniert. Und dann sind eben so Geschäfte, Unternehmen ein bisschen, die mögen das nicht so, wenn man denen sagt, ja, dann macht keinen Sinn, was ihr da tut. Lasst das mal lieber. Investiert in andere Sachen. Und das andere, man kann die ja dazu bewegen, ne, so einen politischen Rahmen schaffen. Aber der ist ja immer so ein gesellschaftlicher Diskurs. Ganz häufig reagiert ja die Politik, wie sie ja jetzt auf Fridays und die ganze Klimabewegung auch reagiert hat. Nicht ausreichend, definitiv nicht. Aber vieles, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, wäre in der Form ohne die Klimademos nicht in dem Ausmaß passiert. Und diesen politischen Rahmen jetzt proaktiv und präventiv anzugehen, das ist ja auch so ein Wandel, den die Politik durchfahren muss. Punkt. Ich sehe hier wir sind ja jetzt vier Dudes hier, die eigentlich alle in dieselbe Richtung denken. Also erwartet hier jetzt kein großartiges Kontra oder so, kein großartiges Gespräch. Aber ich möchte ein bisschen Salz mal in den Zucker schütten, den du gerade so über Fridays for Future ausgeschüttet hast. Denn natürlich, wie jede gesellschaftliche Bewegung, gibt es auch bei Fridays for Future Tendenzen einzelner Untergruppierungen oder so, die man durchaus sehr, sehr kritisch sehen sollte, die auch der ganzen Bewegung oder dem Ziel der Bewegung an sich schaden. Und ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, dass der gesellschaftliche Einfluss, den diese Demo-Bewegung hatte, ist durchaus spürbar. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Grünen so viel Wählerschaft rekrutieren hätten können, wenn in der Gesellschaft nicht so ein Feeling dafür da wäre, dass diese Thematik mit Ökologie und Klimaschutz gerade höchst relevant ist. Also insofern hatten sie da Einfluss, was ich schon zugestehe. Aber ich erkenne auch so ein bisschen, ja, Resignation und Gewöhnungseffekt inzwischen schon. Also dieser Streik jetzt, den wir jetzt gerade hatten, ich meine, wenn ihr das jetzt hier hört, ist das ein bisschen länger schon her wahrscheinlich, der war schon in der Presse, aber immer nur so am Rande mit so Forderungen, die einem total überzogen vorkamen oder die man nicht mehr diskutieren konnte, weil irgendwie andere Themen gerade irgendwie so an Dramatik und an Brisanz das Ganze wegschieben und die Bewegung dann auch noch reingeht und das Wenige, was wir bewegen gerade, was läuft, auch noch kritisieren. Und da sehe ich den großen Kritikpunkt an der Bewegung an sich. Ja, sie wollen viel und es muss auch viel gemacht werden, aber sie setzen nicht da den Hebel an und also Zuckerbrot und Peitsche, ja. Also die Peitsche kommt sehr, sehr stark bei Fridays for Future, zu Recht auch, weil es läuft einfach nicht. Aber das Zuckerbrot wird komplett vergessen, habe ich da zumindest das Gefühl. Ja, ja, der Jonathan wollte eben schon was sprechen. Ja, das, was du beschreibst, ist ja soziologisch betrachtet sehr normal. Wir haben ja ein immer schnelleres Erregungspotenzial gesellschaftlich. Also Debatten werden immer krasser geführt, aber auch immer schneller kochen sie hoch und sind dann auch wieder weg. Also da konnte man ja bei Corona die Uhr nachstellen. Im ersten Lockdown durfte niemand auf dem Spielplatz sitzen. Und heutzutage sollen die Leute, wenn sie Corona haben, trotzdem zur Arbeit kommen, im Pflege- und Gesundheitssektor, weil der so unterbesetzt ist. Das ist ja auch eine völlige kollektive Dissonanz. Und ich glaube, dass, also das ist die eine Sache, warum das gesellschaftlich so schwierig ist. Und die andere ist, dass ja so Reform- und Revolutionsbewegungen, die überholen ja immer einander.
Deswegen haben es Linke immer so schwer, irgendwas zu erreichen, im Gegensatz zu Rechten. Die Rechten können sich wunderbar auf ein Thema einigen und auf eine Vorgehensweise, weil sie ja im Prinzip zu etwas zurück wollen, was es entweder so nie gab oder zu Recht nicht mehr gibt. Aber die Linken wollen ja immer weiter und du findest immer noch einen Dude, der sagt, wir müssen doch aber auch noch. Also dem das, was passiert, nicht weit genug geht. Und Linke sind deswegen, also wer hat uns verraten? Sozialdemokraten heißt es ja. Weil es immer noch eine Gruppe gibt, der das nicht weit genug geht. Also Fridays for Future und Extinction Rebellion zum Beispiel sind im Klimabereich die zwei. Oder Greenpeace und Sea Shepherd. Ist auch so. Die einen, die verhindern, die anderen greifen aktiv Schiffe an und sind halt militant. Und das ist auch ein soziologisch sozusagen völlig normales Phänomen. Das macht es aber so schwer. Und ich habe vor ein paar Wochen einen Vortrag von Armin Nassihi gehört, einem Soziologen. Ich habe, muss ich zugestehen, nicht alles mitbekommen, weil ich irgendwann mit meiner Tochter rausgehen musste. Aber Gesellschaften an sich sind träge Systeme. Und wenn der Nutzen nicht sozusagen, also es muss in dem Fall tatsächlich ja auf allen Ebenen was passieren. Und es gibt Menschen, die können Dinge in ihren Alltag einbauen. Es gibt Menschen, die können das nicht. Also ich kann meine Gasrechnung bezahlen. Und ich werde das auch im Winter irgendwie noch können. Aber ich kenne Menschen, die haben, wenn die neuen Gasabschläge haben, im Monat noch 35 Euro zum Leben. Oder 40. Wenn überhaupt. Was? Wenn überhaupt. Ja, genau. Und die können es halt nicht mehr. Und für die ist es zu krass. Und in dem Augenblick muss man diesen Leuten halt irgendwie helfen und sozusagen das gesellschaftliche Finanzierungssystem ändern, weil die Leute brauchen einfach Unterstützung. Und wir merken ja aber, dass im Ganzen die Teile der Gesellschaft, die das Geld dazu haben, dazu nicht bereit sind. Und das ist ja ein Riesenproblem. Ich könnte jetzt sagen, natürlich lande ich als alter Linke am Ende wieder beim Kapitalismus als Hauptproblem. Aber das, was du sagst, Koali, halte ich für traurig, aber leider halt gesellschaftlich und soziologisch betrachtet völlig normal. Und wir kommen da nicht drum rum, dass es sozusagen immer mal Ausreißer gibt in der Bewegung, wo man sich dann auch als Unterstützer denkt, what the fuck? Und warum macht der das denn? Und auch, dass es eben so schwer ist mit den Veränderungen. Man darf ja auch nicht vergessen, letztendlich die Zuckerbrot- und Peitschenbild, was wir jetzt gerade hatten als Eingangsthese von dir, Koali, war ja auch, ja, die bösen Fridays for Future, Extinction Rebellion, wie auch immer, die ganzen NGO-Gruppen, da liegt das N ja schon drin, es sind Non-Government-Organisationen. Und man darf ja nicht vergessen, die Grünen werden immer wieder dafür gescholten, dass sie, sobald sie in die Regierungsverantwortung kommen, plötzlich von ihren eigenen Forderungen abrücken und sehr schnell immer auch einknicken. Also wenn man sich anschaut, okay, grüne Landesverantwortung in Hessen, in Baden-Württemberg, es ist alles so, ja, schön, danke, aber irgendwie seid ihr dann teilweise schwärzer als die Schwarzen. Und das ist halt dann auch so, ja. Und ich halte deswegen die NGOs wie Fridays for Future und Extinction Rebellion immer als gute Einpeitscher, dass sie eben ihre Partei, dass sie die Grünen halt entsprechend auf Kurs halten. Weil der Punkt ist, Parteien sind, so wie ich sie intern erlebt habe, eben Organisationen, die erstens die Trägheit der Gesellschaft auf ein Maximum hochdrehen
Und wenn du innerhalb einer Partei vorankommen willst, dann musst du innerhalb deiner eigenen Partei, Leute, darfst du nicht zu unbequem sein, weil du musst ja gewählt werden. Du musst erstmal gewählt werden innerhalb deiner eigenen Partei, dann musst du gewählt werden noch außerhalb, dass du entsprechend hochkommst, musst entsprechend eventuell auch noch sitzen und viele schlechte Entscheidungen in deiner eigenen Partei mittragen, die du nicht unterstützen wolltest. Und das sorgt dafür, dass du entsprechend dann nur noch die Leute rauskommen, die dann wirklich maximal fein abgeschliffen sind. Und die sind natürlich nicht darauf aus, unangenehm zu sein, weil in der Regel sind sie dann eher ausgerichtet, dass sie angenehm sind. Die Grünen haben immer den Vorteil, dass sie, so wie sie organisiert sind, mit den Durchwechseln der Führungsspitzen, da noch die frischesten Leute haben, aus meiner Perspektive. Aber was da halt frisch ist, ist halt relativ. Ja, ich denke auch, dass die dass das große Problem ist, dass es halt diese Aktivisten und aktiven Bewegungen da draußen gibt, die streiken, aber es im Prinzip keinen juckt, weil es nicht wehtut. Und da kommt dann irgendwie dieses auf die Straße kleben, da wo man dann versucht, Leuten weh zu tun, was dann auch wieder Unsinn ist, meiner Meinung nach. Irgendwie, also man muss immer so einen Mittelweg gucken. Ich würde viel mehr versuchen, wirklich auch stark den Weg zu gehen, in die Entscheidungsgremien reinkommen zu wollen. Also diese ganzen Leute, die draußen streiken und denen das ultra wichtig ist. Wenn es so wichtig ist, dann müssen diese Leute in die Entscheidungsebenen rein. Und es braucht Konservative, ganz viele Konservative, Aktivisten fürs Klima. Weil da ist es unterrepräsentiert. Nicht nur vom Altersschnitt her, sondern auch vom Mindset her. Ich glaube, bei SPD, Grüne, Linke, also SPD weiß ich nicht, bei der Linken, bei den Grünen bin ich mir relativ sicher, dass das da einen guten Anteil hat, die Aktivisten oder die aktivistische Szene, die aber sich mehr um diese Protestszene kümmern als um die eigentliche Politik. Das sieht man an Luisa Neubauer ja sehr gut. Ja, selber Mitglied bei den Grünen ist. Mitglied bei den Grünen, hat halt bei den Grünen nichts zu sagen, macht einen Riesenfass mit der Bewegung auf, ist auch das Gesicht der Bewegung in Deutschland, ganz klar. Aber die Arbeit, die sie in die Bewegung steckt, die müsste politisch in der Partei passieren, damit sich was verändert, weil die Protestbewegung alleine ändert nichts. Die Partei ändert was, wenn sie denn hochkommt. Das eine geht nicht ohne das andere, aber es braucht ganz krass, und ich weiß, dass es die Leute auch da draußen gibt, es braucht konservative Klimaaktivisten. Und die müssen dafür kämpfen, dass sie in der Partei gehört werden, in ihren eigenen Parteien. Es müsste ja eigentlich, ich will dir mal beipflichten, es müsste ja eigentlich ein zutiefst konservatives im Sinne von bewahrendes Anliegen sein, diese Welt für Menschen als lebenswert zu erhalten. Ich sehe ja einen großen Teil oder einen Teil der konservativen Aktivisten tatsächlich bei den Grünen. Die Grünen sind ja eine sozusagen von der Sozialstruktur her angelegten, wenn man die so anschaut von der Sozialstruktur her, sind die ja der CDU sehr, sehr viel näher als der Linken. Was die sozusagen gut die Wirtschafts-, Finanzkraft der Parteimitglieder und WählerInnen angeht. Das ist das eine. Ich würde da kurz einbinden, die FDP war ja ursprünglich eine der Klimapartei, bevor die Grünen existiert haben, und die haben sich auch teilweise aus der FDP abgespalten, so gesehen. Wenn man sich so Gerd Baum anhört, der ja sehr viel da propagiert hat und der dann innerhalb der FDP ja abgesägt wurde. Ja, und ein spannendes Beispiel für konservativen Klimaschutz, das ist mir begegnet im Gemeindekontext. Ich durfte, also bekam mit, mir wurde erzählt, wie jemand im Auftrag von Ernst Albrecht, ehemaliger niedersächsischer Ministerpräsident, den Nationalpark Wattenmeer erfunden hat. Und zwar warum? Weil da die Grünen aufkamen und Ernst Albrecht sagte, wir müssen jetzt irgendwann mal mit Umweltschutz machen,
nennen wir ihn Herrn Meier. Herr Meier, gucken Sie sich doch mal, die Amerikaner haben da was, Nationalpark. Gucken Sie mal, das ist, wir brauchen das auch in Niedersachsen. Deshalb gibt es in Deutschland Nationalpark. Weil die CDU gesagt hat, wir müssen irgendwas tun, um den sozusagen den aufstrebenden Grünen die Stimmen abzujagen. Und Koali, ich will dir an einer Stelle aber nochmal widersprechen. Es braucht in jeder Gesellschaft Menschen, die in einer prophetischen Funktion, also Propheten, um es sozusagen den nicht so religiös, musikalisch und gebildeten Menschen zu erklären, sind die, die den Königen sagen, was wir gerade für eine Scheiße machen. Es braucht immer wieder Leute, die prophetisch die Stimme erheben und sagen, liebe Gesellschaft, ihr seid da auf dem Holzweg, ihr müsst umkehren, ihr müsst euch ändern, um gut oder überhaupt weiterleben zu können. Und da sehe ich tatsächlich Fridays for Future am richtigen Weg. Also manchmal braucht es eben, also es braucht nicht unbedingt Zuckerbrot. Das war bei den Propheten auch selten, zu Recht. Die haben erstmal allen Leuten aufs Maul gegeben. Und die Propheten, die Zuckerbrot verteilt haben, das waren eigentlich immer die Falschen. Also die, die von sich gesagt haben, sie seien Propheten, aber keine waren. Weil sie, werde ich mal biblisch, weil die Propheten immer auf der Seite derer stehen, die keine Stimme haben. Also sich einsetzen für benachteiligte Personen oder Gesellschaftsgruppen. Und letztlich sind ja, natürlich gibt es die auch bei uns, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Es gibt eben die, die die veränderte Kostenlage nicht tragen können. Aber letztlich jetzt gibt es ja ganze Länder, gerade so diese Pazifik-Inselstaaten, wo der Außenminister die Rede vom Klimarat schon bis zu den Knien im Wasser gehalten hat. Und so. Weil die saufen doch als Erste ab. Und die leiden jetzt schon darunter, weil wir hier diesen Lebensstandard haben, den wir haben. Und ich sehe da sozusagen Fridays for Future auch in prophetischer Funktion für diese Leute, deren Stimmen wir hier im Alltag überhaupt nicht hören. Da würde ich gern mal anknüpfen. Ich habe mir jetzt sogar Notizen machen müssen. Weil ich jetzt kurz gelauscht habe und versucht habe, okay, wo kann ich anknüpfen? Und das ist jetzt der perfekte Punkt einfach auch. Ne, die Stimme laut machen für die, die bei uns in der Mehrheitsgesellschaft nicht gehört werden. Ne, ob das nun eben Menschen sind aus den betroffenen Regionen oder, und das ist ja auch eine unterrepräsentierte Gruppe der Gesellschaft, die Jugend. Die hat eben nicht viel Stimme aus diversen Gründen. Ja? Die ist noch nicht in den Positionen, in denen man eben eine laute Stimme haben kann. So ein Kanzler wird man nicht mit 12. Auf die hört man noch nicht, weil die sind ja noch jung. Die haben ja noch nichts geleistet oder können noch nicht genug wissen oder was auch immer. Und dann ist da noch so eine Gruppe, auf die wir auch einfach nicht hören können, die wir mal im Idealfall jetzt mitdenken sollten. Und das ist eben die Gruppe der Menschen, die noch nach uns kommen werden, die noch nicht da sind, die noch gar keine Stimme haben, für die wir aber mitdenken sollten. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das ja eigentlich die Mehrheitsgesellschaft, ne? Die Menschen, die noch nach uns kommen. Die ist aber nicht repräsentiert aktuell in unserer Mehrheitsgesellschaft. Also das ist der eine Punkt, ne, dieses, wie kann ich ein System verändern, wenn ich nur auf die höre, die aktuell laut sind oder gehört werden, unabhängig davon, ob sie laut sind oder nicht. Das System, das ja aktuell da ist, unterstützt ja bestimmte, ich sag mal, Mechanismen oder Lautstärken oder Rufrichtungen, die
nicht zwingend förderlich sind für den Wandel oder die zukünftige Gesellschaft, zu der wir uns hinwandeln wollen. Deswegen würde ich da auch quasi ein bisschen widersprechen wollen. Ja, es braucht Menschen, die in die bestehenden Strukturen eingreifen und diese von innen heraus modifizieren, ändern, anstoßen, Impulse geben. Es braucht aber auch genauso gut neue Strukturexperimente. Denn wir haben jetzt ein Problem, das noch nie gelöst worden ist. Und die Lösung im Alten suchen, das uns die Probleme bereitet hat, ist nur ein Teil. Also ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Da kann die Lösung drin liegen. Wir wissen es halt alle noch nicht. Deswegen braucht es ganz, ganz viele gesellschaftliche, individuelle, technologische Experimente, um eben zu schauen, was als Lösung sich denn entwickelt. Und ja, viele davon werden scheitern. So ist das eben mit Experimenten. Oder nicht erfolgreich sein im Sinne dessen, dass sie nicht das erreichen, was sie erreichen wollten. Dennoch werden wir als Gesellschaft daran wachsen. Das ist ja wie in der Wissenschaft auch. Ne? Nur weil das Experiment nicht das rausgebracht hat, was ich haben wollte, habe ich trotzdem Daten gesammelt und kann die auswerten. Und ein Punkt, den ihr noch angesprochen habt, den ich auch total wichtig finde, ne, dass das ja alles so ein, jetzt fühlt sich das alles so, ja, schon zigmal gehört, es ist gar nicht mehr so schlimm, jetzt gibt es noch extremere Bewegungen, die das alles irgendwie wieder in andere Licht rücken. Und dass das ja alles so total normal und verständlich ist. Ja, wir sind ja auch nur Menschen. Wir machen ja die Gesellschaft, wir machen die Politik, wir machen die Industrie und die Unternehmen. Und wir sind ja nicht neu. Wir sind ja seit Jahrtausenden genauso, wie wir jetzt auch da sind. Nur, dass wir jetzt leider nicht mehr eine gesellschaftliche Grenze haben, mit der wir uns rumtreiben, sondern eben die Kapazitätsgrenze der Atmosphäre, physikalische Grenzen, mit denen es auch nur schwer ist, einen Mittelpunkt zu finden oder einen Kompromiss einzugehen. Ich kann ja nicht mal eben zu Mutter Natur gehen und da anklopfen und ein paar Pralinen mitbringen und fragen, ob sie nicht noch ein bisschen mehr Platz in der Atmosphäre schaffen kann. Das geht leider nicht. Und genau das ist das Verständnis für gesellschaftliche Entwicklung, bei dem ich häufig selbst nicht weiter weiß. Dass gerade in der Politik, in der man eben sehr viel auf Kompromiss und miteinander reden und eine Lösung finden, die vielleicht nicht die beste für alle Beteiligten ist, aber die, auf die sich eben alle einigen können. Das vergisst man ja immer, ne? Genau, genau. Und dass da eben auch durch die Strukturen, die wir haben in Deutschland und auch in der Welt, eben viele Stimmen ungehört bleiben und viele Aspekte unterrepräsentiert sind, dass da jetzt eben diese neue Stimme da ist, die physikalische Grenze, eine planetare Entwicklung und wir das jetzt mit unseren prähistorisch nicht wirklich veränderten Gehirnen und gesellschaftlichen Strukturen und Emotionen und dem Miteinander und die Individuen, die zusammen irgendwie so ein System erschaffen, das größer ist als die Einzelnen, das sich seit Millionen von Jahren entwickelt hat und jetzt auf einmal müssen wir irgendwie was neu machen und anders und das Verständnis ist irgendwie nicht da. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ja, ich verstehe dann das Verhältnis dahingehend auch, weil wir hatten ja auch gerade warum ich jetzt hier mich einhacke, wir hatten ja auch die Frage, warum muss es immer extremer sein? Und deine These geht auch, warum wollen wir es einfach nicht verstehen? Und man muss ja auch dann überdenken, unsere Gesellschaft besteht ja aus verschiedenen Organen und ein Organ ist halt, der eben als Multiplikator wichtig dient, sind ja unsere Medien. Und wir sehen einfach auch im Rahmen der Corona-Pandemie, wir sehen es im Rahmen der Klimakatastrophe, dass
viele Medien sich einfach schlicht weigern, darüber zu berichten, sich es nicht zur Agenda machen wollen. Und das Problem ist einfach auch, so wie unsere Medienlandschaft funktioniert, nämlich so Empörungseuphorie, nach dem Motto ein Thema, wenn es 2-3 Wochen oben war, dann droht es immer als, okay, das ist jetzt der neue Normalzustand und der neue Normalzustand ist ja nicht mehr berichtenswert, weil Nachrichten heißen ja immer, es gibt eine Veränderung zum bisherigen Status quo. Und das Problem ist einfach, unsere Medienlandschaft ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet, langfristig irgendein Thema wirklich zu verfolgen oder beziehungsweise es ist halt nicht so präsent. Und da müssen wir auch einfach eine gewisse Bildungskompetenz immer noch herstellen. Nur ist das halt der schwierigste und langwierigste Weg, die Leuten mal einzutrichtern. Wir sollten vielleicht doch mal Axel Springer einfach enteignen und dafür sorgen, dass wir jetzt entsprechend was anderes mal machen. Mal eine lustige These mal aus dem linken Lager mal wieder auszupacken. Aber nee, der Punkt ist einfach, wenn man sich dann so liest wie, ja, Matthias Döpfner hat Elon Musk eingeredet, Twitter zu kaufen, wo da steht, habt ihr nicht andere Probleme? Oder die ganze Geschichte mit Adidas, wo man da steht, das ist doch wirklich jetzt nichts Wichtiges. Da ging es primär ums Geld und da werden einfach Medien missbraucht und es wird überhaupt nicht outgecalled, dass hier eigentlich gerade Machtmissbrauch stattgefunden hat und gerade in dem Medium, also in dem Medium Medien, wo es darum geht, ja eigentlich den Leuten eine Stimme zu geben und dass man sie entsprechend hört. Und deswegen haben wir ja die Situation, dass Fridays for Future irgendwann sich abgespalten hat in Extinction Rebellion, wo wir gesagt haben, okay, wir werden nicht mehr wahrgenommen. Wir werden als Normalzustand jetzt wahrgenommen. Wir müssen wieder extremer werden, damit wir wieder in die Medien vorkommen. Weil wenn du in den Medien präsent bist, dann bist du wenigstens auch kognitiv bei den Menschen vorhanden. Auch wenn das Thema, mit warum du jetzt in den Medien drin bist, oftmals nur ein Vehikel ist. Es geht nur darum, präsent zu sein. Ob du dich dafür jetzt auf eine Autobahn geklebt hast, ist dann eher zweitrangig. Und das ist halt, ja, so funktioniert unsere Medienlandschaft. Und das macht es halt schwierig. Und auch, ich weiß auch nicht, was die Lösung dazu ist, außer eben so Thesen draus zu hauen. Wir müssten einfach problematische Medien einfach mal outcallen und vielleicht auch einfach mal Rügen vom Presserat einfach auch mal wirklich mit Sanktionen belegen können. Aber das ist halt ein selbstregulierendes Ding. Also das funktioniert halt auch nicht. Also ich wünschte, ich hätte eine bessere Lösung. Die Lösung ist einfach, die Lösung muss und wird höchstwahrscheinlich sein, entweder vor einer Katastrophe oder während oder im schlimmsten Falle nach einer Katastrophe, ein radikaler Umbau der Gesellschaft. Ja, also es muss einfach klar sein, dass so wie es jetzt in den letzten 50 Jahren oder noch länger 100 Jahren war, dass es so nicht weitergeht. Also das Bereichern von das Ausnutzen, was du jetzt gerade mit den Medien sagte, das kann man genauso gut auf alle möglichen Bereiche der Gesellschaft übertragen. Und das macht den Leuten, glaube ich, mehr Angst. Also es ist ja zwei Ängste gegeneinander auszuspielen. Ne? Also einerseits die Angst vor der Apokalypse, wie wir sie am Anfang halt jetzt hier geschildert haben, ne? Die aber nicht greifbar ist, diese Angst, weil sie so weit in der Zukunft liegt und mich persönlich vielleicht nicht mehr betrifft, sondern eher meine Kinder. Ja? Womit wir bei der letzten Folge schon wieder mit dem Egoismus oder so wären. Ja? Wobei wir jetzt ja auch schon feststellen, dass es uns selber ja auch schon betrifft, jetzt schon. Ne? Aber dann kommen wieder die Nächsten, die das wieder relativieren und sagen, ja, das ist einfach manchmal so. Wetterlagen hat es immer gegeben und Katastrophen. So, ne? Also es wird immer so relativiert, weil bis diese krasse Katastrophe, die wir da gerade gezeichnet haben, also hundertprozentig eingetroffen ist, so dass niemand mehr den Finger ausstrecken kann und sagen kann, das existiert nicht oder das ist eine Sondersache oder so. Bis dahin bleibt diese Angst da, aber ungreifbar. Und Koali, du glaubst gar nicht, wie sehr die ganzen Erdsystemwissenschaftler, Klimawissenschaftler und Co. sich wünschen würden, dass sie falsch liegen und dass das Problem einfach nicht da ist, wie wir alle ein Fass aufmachen würden. Ja, also sowas von. Und dem gegenüber liegt aber die Angst der Gesellschaftsstrukturumbau. Also wir alle sind Menschen, die funktionieren, weil sie genau gelernt haben, wie Leben funktioniert. Ja, haben das von unseren Eltern und Großeltern gelernt, so und so funktioniert unsere Gesellschaft. Und das bricht gerade weg. Und das merken die Leute und die haben da eine scheiße Angst vor.
nimm mir nur eine ganz, ganz, ganz banale Sache, nur die wir während, die jetzt ja immer weiter hochkommen, mit Autos von einem Antriebsart auf die andere Antriebsart umzustellen. Das ist keine Mobilitätswende, kein gar nichts. Es ist einfach nur das eine gegen das andere. Und das eine ist halt effektiver als das andere. So, das ist alles, was da gerade passiert. Und das, dieses minimale Ding macht den Leuten schon so viel Angst, dass da Hetze und Hass und keine Ahnung was betrieben wird, um das Unmögliche, und das darf nicht passieren, das muss verhindert werden. Und dabei hat das null Relevanz. Also ein bisschen was macht es. Aber ne, da sind die Leute, die dann irgendwie auf Twitter fordern, wir müssen noch viel, 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 viel krasser denken und Autos komplett raus aus den Städten überhaupt, Autos vielleicht ganz abschaffen und so. Diese ganz radikalen Gedanken, die ja auch ausgesprochen werden sollen und müssen, damit sie diskutiert werden. Das macht den Leuten Angst. Und diese Angst ist so, so nah bei den Leuten dran, dass die zuerst gedacht wird. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wir kriegen diese Apokalypse nicht nah an die Leute dran, bis sie da ist. Also die Leute aus dem Ahrtal, wobei ich jetzt auch schon wieder Sachen gelesen habe, dass die auch schon wieder anfangen, CDU zu wählen, ja, wenn sie könnten. Also selbst die, ja, also. Und wenn ich da gerade reingrätschen darf, das ist genau das, was ja auch die von David angesprochene Medienlandschaft bedient. Das ist ja nicht so ein, oh, wir machen den Leuten jetzt Angst, sondern die Angst ist da. Die wird verstärkt. Klar. Dann nimmt man eine schreiende Minderheit und stilisiert sie als Mehrheit auf. Das ist auch Teil der Medien. Wir haben das doch bei Corona, also das konnte man doch jetzt die letzten 2 Jahre wirklich im Reagenzglas beobachten, wie das funktioniert mit There's no glory in prevention. Ich weiß noch, wie wir in der KollegInnen-Konferenz sagten, ja, wie ist das denn jetzt mit diesem Coronavirus und dem Abendmahl? Weil eigentlich beim Abendmahl traditionell gibt es einen Kelch für alle, die da im Kreis stehen. Der ist aus Silber, daher antiseptisch, und man wischt es zwischendurch ab. Also man dreht den Kelch und wischt ab, sodass nie jemand an derselben Stelle die Lippen ansetzt wie der andere. Mittlerweile haben, glaube ich, fast alle Gemeinden Einzelkelche, dass jeder nur so einen kleinen Kelch mit einem Schluck drin kriegt. Und so diskutieren wir gar nicht mehr drüber. Aber da war das so, war die große Frage der KollegInnen, wie ist das denn mit Abendmahl feiern in der nächsten Zeit? Es war am Mittwoch. Und ich habe gesagt, Leute, Abendmahl feiern, ihr seid ja witzig. Ich hatte schon auf Twitter das eine oder andere gelesen. Ich habe gesagt, ich frage mich, wie und ob wir überhaupt Konfirmationen feiern im Mai. Und alle so, ja, der junge Mann hat wieder Panikvisionen hier. Ich wurde also wirklich, wirklich so ein bisschen ausgelacht. Und 3 Tage später war klar, die Gesellschaft steht still. Es war der Lockdown. Am Freitag. Es war einfach nichts mehr. Und dann hieß es ja immer, ne, es ist alles nicht eingetreten, alle Maßnahmen waren überflüssig. Ja, waren sie nicht, sondern es ist nicht eingetreten, weil sie gewirkt haben. There's no glory in prevention. Und auf der anderen Seite hatten wir dieses asige Fair Balancing, dass man jemand wie Isabella Eckerle eingeladen hat in eine Talkshow. Und den Bhakti auf die andere Seite gesessen und dann gesagt, es gibt diese Meinung und diese Meinung. Aber es gab 100, die es gesehen haben wie Frau Eckerle, und es gab den Idioten Bhakti. Entschuldigung, nein, nicht den Idioten, das ist, den unsinnredenden Bhakti, der sich mit Falschinformationen bereichert und Verschwörungsideologien. Und das Gleiche beobachten wir bei der ganzen Klimakatastrophendiskussion. Genauso. Also es ist ja wirklich, nach Lehrbuch kann man es jetzt immer sehen. Mhm. Ich habe gerade Matrix Resurrections gesehen, gestern. Und ich fand das so geil, dass der eine Typ da sitzt und immer den Code anguckt. Der sitzt draußen und guckt auf den Bildschirm und sagt, Alter, was ist das denn? Wie krass.
Und dieser Moment, wenn man selbst solche Strukturen blickt, der hat was genau davon. Das ist so ein revelating Moment, wenn du die Struktur hinter den Dingen blickst. Das klingt jetzt verschwörungsideologisch. Aber wenn man sozusagen einmal begriffen hat, wie Fast Balancing funktioniert, bei einem Thema, bei mir war das Corona, dann verstehst du es halt überall anders auch. Und kannst immer sagen, okay, da ist wieder Fast Balancing. Oder da ist jetzt, also diese Mechanismen, die es immer wieder gibt, die erkennt man ja irgendwann. Und dann steht man da und sieht es und fragt sich, warum seht ihr es denn nicht auch? Ich hoffe, das klingt jetzt nicht querdenkermäßig. Nee. Das ist, also ich habe mich da sehr viel mit auseinandergesetzt. Was es denn so für verschiedene Muster gibt, Verhaltensmuster, Denkmuster, die uns immer wieder auch herausfordern, die Wirklichkeit da draußen so wahrzunehmen und als unsere Realität anzunehmen. Ob das nun False Balancing ist, ob das nun die kognitive Dissonanz ist, die wir schon angesprochen haben, da gibt es halt ganz viele Sachen. Auch unser, ich nenne es jetzt mal unlieb, Unvermögen, Veränderungsprozesse geschmeidig hinzubekommen. Ne? So ein Rechner, wenn ich den anschalte, dann verändert er sich von aus zu an. Das macht er einfach so, der kriegt das hin. Ich schaffe das nicht. Ich brauche morgens meinen Kaffee, damit ich wirklich an bin. Also das ist ein ganz schlechtes Beispiel jetzt gewesen für einen Veränderungsprozess. Da gibt es deutlich bessere. Aber was du auch noch angesprochen hast, Jonathan, dieses, wieso seht ihr das denn nicht? Und da gibt es so viele schöne Beispiele auch in diesem tollen Internet, wo gezeigt wird, hey, guck mal, das sind die Denkmuster, die sind bei uns allen gleich. Wir haben alle dasselbe Gehirn, auch wenn wir gern denken, unseres ist unikat, das funktioniert auf denselben Mechanismen, die sich die Evolution eben so durchgesetzt hat oder während der Evolution durchgesetzt hat. Manche sind halt besonders intelligent, andere können sehr viel Empathie wahrnehmen, aber im Großen und Ganzen ist das alles sehr ähnlich. Und da gibt es tolle Infomaterialien, zum Beispiel, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, wenn das okay ist, bei klimafakten.de, wo alles schön aufbereitet, zusammengefasst ist. Zum einen, was Klimawandel, Klimakrise eigentlich ist und auch, was das mit uns macht und wie ich das vermitteln kann. Genauso auch die Psychologists for Future, die haben auch so eine Seite, wo es zum einen darum geht, selbst auch Menschen zu finden, mit denen ich mich austauschen kann, auch Hilfe suchen kann, falls ich wirklich unter Klimasorge, Angst leide, als auch, wie kann ich das richtig kommunizieren, was in mir los ist und darauf eingehen, auch bei anderen. Also das sind so zwei Quellen, die ich Menschen generell gerne ins Herz legen möchte, damit dieses Wissen darüber, wie wir eigentlich funktionieren, wie Veränderungsprozesse ablaufen, dass Angst ein Teil davon ist. Ja, also jeder kennt ja irgendwie diese fünf Phasen der Trauer. Das ist auch nur das Akzeptieren der Veränderung, dass ein Mensch nicht mehr da ist. Nicht mehr so, wie ich ihn kenne, ne, den Zustand des Daseins, der hat sich ja geändert. Und diese Veränderungsprozesse passieren bei uns tagtäglich. Manche, da sind wir geübter. Ja, wenn vor uns jemand auf die Straße tritt, dann bremse ich halt, ob nun im Fahrrad oder im E-Auto, hoffentlich. Das ist so ein Veränderungsprozess, der ist automatisierter. Andere brauchen ein bisschen mehr Unterstützung und den Austausch auch. Die muss man auch nicht alleine schaffen. Und da gibt es auch entsprechende Hilfen und Unterstützung, die ich jetzt nur noch mal in den Raum werfen wollte, die wir dann in die Shownotes packen. Ja, mit Blick auf die Uhr, wir könnten garantiert jetzt noch 2 Stunden weiterquatschen über das Thema. Mir fallen auch spontan auch noch ein paar Sachen ein, die ich zu dem Prophetenbild von Jonathan hätte sagen wollen.
Aber vielleicht an dieser Stelle erstmal. Vielleicht soll man es einfach so sehen. Jeder sollte irgendwo eine Art Prophet sein, aber man sollte als Prophet auch nach draußen gehen und Leute adressieren, die es am besten hören sollten. Das liegt in der Natur des Propheten. Ne? Der Prophet heißt ja der die Wahrheit spricht, ne? gerade die unangenehme. Ja, aber das wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Vielleicht machen wir mal eine eigene Folge über Prophetentum oder sowas. Das wäre vielleicht gar nicht so uninteressant irgendwie. Auch wenn man es nicht biblisch sieht, gibt es ja auch in anderen Kontexten, wie wir jetzt ja gerade auch alle gelernt haben. Ich hätte da noch die Überleitung, unsere Endfrage. Mhm. Ist ja noch so ein Stück weit, was hat das eigentlich alles mit Rollenspiel zu tun? Und ich weiß nicht, kennt ihr schon den Begriff Solarpunk? Ja, hast du mir beigebracht. Den habe ich dir beigebracht? Ja. Oh, wow, ich klopfe mir eben selber auf die Schulter. Aber erklär es ruhig mal für die, die es nicht kennen. Genau, also Solarpunk, wenn ich das richtig zusammenbekomme, ist so eine Untergruppe des Hope-Punk. Also das Punkige ist immer noch, die Gesellschaft ist anders als aktuell. Beim Cyberpunk ist es eben dystopischer und die Konzerne regieren und das Mammon regiert und alles sind irgendwie nur am Überleben. Bei Steampunk hat sich eben die Technologie irgendwie anders entwickelt, eben dampfbasiert. Und bei Hopepunk und der Untergruppe Solarpunk geht es halt darum, ja, wie sieht denn die Welt aus, wenn wir es gewuppt kriegen? Und mit der Prämisse, wir kriegen es gewuppt. Ja, und bei Solarpunk ist eben dann sehr viel regenerative Energie da, ausreichend da, um ein schönes Leben zu haben, ein glückliches Leben. Nicht so ein Leben, wie wir es jetzt leben, sonst wäre es kein Punk, aber ein anderes. Und das ist was finde ich, gerade im Rollenspielbereich, auch ein Umdenken fördern kann. Ja, dieses schon mal Vorleben, wo wir hin wollen könnten. Vordenken auch. Und auch zeigen, dass auch die Welt, und das ist ja das, was wir im Rollenspiel mal gerne machen, Probleme lösen, ne? Dass auch die solarpunkige Welt weiterhin Probleme bereithält. Sonst wäre es ja langweilig, darüber zu schreiben, wenn alles gut ist. Nur sind das eben nicht mehr der böse Bube, der irgendwie die Welt beherrschen will, sondern sehr häufig so zwischenmenschliche Probleme oder noch gerechtere Weltenelemente mit einfügen. Was sehr nah an unserer Welt ist, wenn wir mal drüber nachdenken. Ich nehm das mal auf als Fragestellung. Vielleicht sagst du gleich nochmal irgendwie, ob du ein System oder sowas oder ein Setting irgendwie hast, was du da empfehlen kannst, wenn die Leute da mal reinschnuppern wollen. Aber ich gebe die Frage mal an Jonathan und an Zeitiger weiter. Wo kommt euch denn so ein rollenspieltechnisch Setting oder spielsystemmäßiges Verändern der Gesellschaft Ding vor? Ich glaube, das kommt relativ häufig vor, wenn ich mich da gerade so überlege. Also ich hätte jetzt zwei Beispiele, wo unterschiedlichster Art. Also Jonathan kennt sich ja super aus mit Shadowrun. Also wo ist denn da der gesellschaftliche Kipppunkt gewesen, der alles verändert hat? Der gesellschaftliche Kipppunkt bei Shadowrun gab mehrere, kann ich sagen. 2011, der Beginn des sogenannten sechsten Zeitalters mit dem sogenannten Erwachen. Plötzlich Orks, Trolle, Elfen und Zwerge geboren wurden oder beziehungsweise nein. Zwerge und Elfen werden geboren und Orks und Trolle goblinisieren, heißt es. Also quasi mutieren in der Pubertät. Das ist das eine. Und dann gab es drei Gerichtsurteile, die Konzernen erlaubten, eigene Rechtsetzung und exterritoriale Gebiete für sich in Anspruch zu nehmen. Und das in Kombination hat Shadowrun zu der Welt gemacht, die Shadowrun ist. Ja, das ist es im Prinzip.
Ich glaube, bei Shadowrun könnte man aber gerade wegen dieser Konzernstruktur, die es da ja auch gibt, ne, die ja unseren Kapitalismusgedanken nochmal ins Extrem rüber katapultiert, könnte man so Aktivisten-Plots oder sowas, könnte man, glaube ich, sehr, sehr gut spielen in diesem Set. Da, je nachdem, wie kanonisch man die Runner haben will, weil Shadowrunner sind ja eigentlich sozusagen Söldner. Und Leute, die sich die Finger schmutzig machen, weil die Konzerne es nicht wollen. Also bei Shadowrun 5 und 6 ist es durchaus möglich, dass man solche Runner spielt. So in der dritten Edition oder bis zur dritten Edition ist das eigentlich überhaupt nicht vorgesehen. Und es tut gut, so zu spielen. Es ist vom System eigentlich nicht vorgesehen. Man ist eigentlich ein nicht ganz so fieses Arschloch. Aber eben auch jemand, der sozusagen das System an dieses System gebunden ist und sich da verdingen muss, weil er oder sie sonst nicht klarkommt. Und das finde ich das Fiese. Also für mich, um sozusagen diese Frage, was hat es mit Rollenspielen schon mal mitzudenken, was hat es mit Rollenspielen zu tun? Im Rollenspiel hat man ja eine unendliche Variation an zum Beispiel dystopischen Zukunftsentwicklungen. Also ich glaube, fast jedes Rollenspiel, was ich mit Zukunft beschäftigte, was ich gespielt habe in meiner Karriere, hatte irgendwie eine Art Post oder also entweder während einer Apokalypse oder danach in der Zukunft, sehr, sehr häufig. Oder vor oder nach oder während einer krassen gesellschaftlichen Umwälzung, wenn man jetzt Shadowrun sich anguckt. Und im Rollenspiel spielt man halt immer Helden, außer man spielt Cthulhu. Da spielt man immer Leute, die sehr schnell verrückt werden oder die sehr schnell an Geisteskrankheiten leiden. Ich versuche da mein Vokabular gerade darauf anzupassen, zu ändern. Aber im echten Leben ist man halt eher einer von den 1 Million Leuten, die irgendwie in den bei 2012 aufreißenden Erdspalten einfach runterkippen oder von irgendwelchen Fluten einfach ersoffen werden. Ich glaube, das ist sozusagen für mich die Hauptschwierigkeit. Also sagen wir mal so, diese ganze Geschichte ist mir viel näher am Rollenspiel, als mir eigentlich lieb ist. Gerade Cthulhu könnte man auch ganz cool spielen mit dem Gedanken, den wir heute auch hatten, mit dieser Hoffnungslosigkeit oder der Resignation, die einen da vielleicht erfasst. Ne? Cthulhu hat ja was mit diesem kosmischen Horror zu tun, dass ich hilflos bin gegenüber den großen Mächten, die auf mich einwirken und daran halt im Kopf kaputt gehe oder halt sterbe. Ne? Also gerade so einen Plot kann man, in Cthulhu Now kann man sich das vielleicht sogar auch vorstellen. Zeitiger, hast du was in deinen Settings, die du gerne hast? Ja, ich habe jetzt gerade parallel noch in meinem Fundus mal rumgeschaut und natürlich Aufbauten nach der Postapokalypse wäre auch ein passendes Thema, aber ich glaube, das ist weniger Hope angenehm Fall. Aber was immer geht, weil letztendlich ist die Zivilisation 9-mal, also 8-mal mindestens zugrunde gegangen, wäre Numenera, wo einfach in den Ruinen der Vorzivilisation man das Beste draus rausholt und es irgendwie zweckentfremdet und entsprechend sich eine neue Community aufbaut. Und was Ähnliches, was ich jetzt dann selber leiten werde, wo ich mich noch dieses Setting noch durchfräsen muss, ist eben Tidal Blades, was ein Cypher-Setting ist, wo es eben, man spielt amphibische Humanoide, die eine Gemeinschaft gründen, eine Gemeinschaft sind, ein Dorf und entsprechend gegen sie Ungeheuer und sonst wie arbeiten, aber primär mit der Prämisse, die Technologie ist so gut, dass sie von den Seeungeheuern so gesehen beschützt sind und sie müssen halt immer wieder schauen, dass sie das Ding repariert bekommen und entsprechend ansonsten ihre eigene Versorgung halt aufrechterhalten. Also ist die Frage, ob das so in den Hope-Punk-Bereich streitfällt. Ich muss da mich noch ein bisschen weiter reinlesen, aber Numenera wäre auf jeden Fall klar, was man als Hope-Punk framen kann. Bevor wir gleich zu diesem Solarpunk zum Abschluss kommen, weil das Schöne tun wir an den Schluss. Sage ich noch kurz zwei Sachen, die mir eben eingefallen sind dabei auch, und auch eine Sache, die wir heute angesprochen haben, nämlich dieses
on the edge sein. Wir sind jetzt ja gerade mit, das sagt der 1,3 Grad oder so. Wir sind ja gerade, wir wandeln auf der Klinge. Hm. Und genau das bietet die World of Darkness, wenn ihr da irgendwie habt. Und auch da sehen wir innerhalb der Gesellschaftsstrukturen der Welt der Dunkelheit dieses nicht wahrhaben wollen. Und das die Erkenntnis der Apokalypse niedrig halten und aus den Köpfen rausbringen und verschweigen und unterdrücken. Und auf der anderen Seite die es eben sehen und laut werden. Auch hier kann man so ein Plot irgendwie schon ganz gut vorstellen, ja? Ich hätte jetzt erwartet, dass du jetzt mit Werwolf in die Ecke kommst, die ja auch die Natur bewahren wollen. Ja, durchaus. Und dafür auch Dinge tun, die vielleicht nicht so koscher sind. Ne? Also Extinction Rebellion als Werwolf-Fraktion wäre doch was. Ja, also gerade im Werwolf-Setting auch gegen Konzerne und so und Pentex und so dann anzugreifen. Oder auch bei Magiern ist es natürlich nochmal mit der Technokratie auch nochmal ein viel größeres Ding. Aber die World of Darkness bietet da sehr, sehr viel von diesem Zeug. Und das Zweite, was ich sagen wollte, wäre Engel zu spielen mal und sich mal anzugucken, was denn dann passiert, wenn, wie vom Alex so schön beschrieben, der Wasserspiegel steigt, wo Leipzig dann eine Küstenstadt ist und wir alle in einem, in einem Klima leben, wo wir eher so vom Fisch- und Reisanbau leben, ne, hier in Mitteleuropa. Und wo die Naturkatastrophen über die Menschheit reingebrochen ist und die ganze Zivilisation, wie wir sie kennen, vernichtet hat und wir alle in ein Mittelalter zurückgefallen sind, wo die Kirche sich wieder aufschwingt und Glaubenssätze verbreitet, die ja wahr oder nicht wahr sind und Lesen und Schreiben verboten wird und vor allen Dingen dann auch lustig ist, wer dann an dieser ganzen Katastrophe die Schuld hat. Das klingt jetzt aber nicht sehr hopepunkig. Nee, das ist nicht Hopepunk, auf keinen Fall. Nein, eher das Gegenteil. Aber den Hopepunk, den haben wir jetzt gleich beim Alex. Der sagt uns jetzt ganz tolle Sachen, ne? Finde ich. Hoffentlich, ja. Aber das wird jetzt eher punkig. Nein, Quatsch. Also zum einen, total spannender Aspekt von dir, Koali, mit dem mal reinfühlen in die Dissonanz, die wir ja im Alltag auch haben, in einem anderen Spiel, ne, mit der Apokalypse, die dann World of Darkness nicht wahrgehabt werden will. Was ich finde, ist auch ein schöner Aspekt, dem man sich auch mutig stellen möchte oder sollte, wenn man möchte. Ne, dieses, ich guck mal, wie es sich anfühlt, die aktuelle Situation auch noch weiter zu denken in meinem Hobby, in dem ich ja eigentlich ein Stück weit aus der realen Welt auch, ne, Eskapismus da rauskommen möchte. Also für alle Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt nur so ein Randenken, ihr müsst das nicht ausprobieren. Ihr dürft auch einfach nur Spaß haben. Wo man aber Spaß haben kann, ich habe es tatsächlich, ich kenne jetzt keine Welt, die das Solarpunkige schon mal so zu Ende gedacht hat, wie wir es jetzt so angerissen haben. Ne? Wir schaffen den Wumms und alles. Es gibt eine Serie, die das, finde ich, sehr schön präsentiert, wie man Konfliktlösungen neu denkt und ist leider auch Postapokalypse, ist nämlich Kipo and the Age of Wannabes, großartige Serie auf Netflix, in der ja Konfliktlösungen und gesellschaftliches Zusammenleben so gezeigt werden, wie es sein könnte, zumindest wie ich es mir gerne wünschen wollen würde. Und mir ist auch ein Spielsystem eingefallen, in der die gleichen Denkmuster zumindest schon mal angeteasert werden. Den Namen reichen wir nach in den Shownotes. Da geht es darum, dass man ähnlich wie bei Monster Hunter unterwegs ist, nur dass man sich keine Monster jagt, sondern Monster sucht, die hilfsbedürftig sind und dann für die sorgt und deren Wunden versorgt oder am besten Kuchen backt oder so und sich da mal reinspielt. Und mal den Spieß umdreht. Ne? Wo kann ich denn helfen? Wo kann ich denn was Gutes tun? Und das Monster eben nicht was Böses ist, sondern auch nur ein Wesen mit Bedürfnissen.
Also das sind die Sachen, die mir da jetzt so einfallen. Und ansonsten könnte ich noch, wenn das okay ist, auf den Gender Swapped Podcast verweisen von Lena. Ja, genau, Judith und Lena, die da sehr viele Unterthematiken vom Solar und Hochpunk, ne, progressiver Weltenbau, wie kann ich Diversität am Tisch auch und wie kann ich die neue Gesellschaft, die ich auch mitgestalten möchte, auch schon mal am Tisch mit formen und im Blick behalten. Hashtag Safety Tools und so. Da sind ganz viele Folgen, die das schon mal antasten. Und den Rest, der ergibt sich ja auch. Wir sind ja auch im Wandel. Das Hobby ist im Wandel. Ich selbst bastle an einer solarpunkigen Welt, die aber vermutlich nie das irgendein Verlagshaus sehen wird. Wer weiß? Man weiß es nicht. Muss es auch nicht. Bin ich jung? Nee, muss es auch nicht. Aktuell ist es für mich in meine Gruppe. Self-Publishing. Ja, genau. Aber ich hoffe, dass da noch ein paar Sachen kommen, weil also es gibt schöne Thematiken und Probleme auch im Solarpunk, die man im Rollenspiel austüfteln darf. Wenn Sie sich um Tiere kümmern und eine Gemeinschaft sein, wäre auch noch Between Clouds auch mal ein Rollenspiel in dieser Richtung, was sehr, sehr queer ist und eben, wo es darum geht, als Außenseiter eine Familie auf einem übergroßen Reittier durch die Wolken zu reisen. Und man muss sich entsprechend um dieses Tier halt kümmern, weil das ein persönliches Zuhause ist. Ja, da haben wir jetzt doch schon ganz viele schöne Ansätze. Nehmt was mit. Was spielt ihr denn da draußen, was irgendwie mit der Thematik zu tun hat? Irgendwie, lasst es uns mal wissen. Schreibt es mal in die Kommentare oder in die Kommentarspalten rein, je nachdem, wo ihr uns gerade irgendwie konsumiert hier. Und ja, was habt ihr für eine Meinung? Wie kann man diese Krise noch abwenden? Kann man die überhaupt noch abwenden oder sind wir alle verloren? Und ja, redet mit uns ruhig mal in Kontakt. Und ja, wir sind froh über jeden, der sich mit irgendeinem Thema auch an uns wendet, was wir mal besprechen. GästInnen sind gerne gesehen. Genau, GästInnen. Und auf jeden Fall Empfehlungen für Solarpunk-Welten und Systeme, damit wir die auch austesten können. Genau, da macht der Alex nämlich einen Kanal auf und spielt die da. Oh ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder mit einem völlig anderen Thema. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.